Du hast eigentlich nur ganz selten im Leben das Gefühl, du machst in jedem Fall was Sinnvolles. Selbst wenn du Fehler machst. Ich bin nicht so ein Disziplinfreak, was man eigentlich sein muss als Trainer. Aber hier eine Struktur zu geben, dass diese Mannschaft weitermachen kann, das ist auf jeden Fall immer sinnvoll. Aber zum Beispiel, ich habe mal einen Spieler gehabt, beim Umziehen sehe ich, der hat eine Boxershorts an mit Che Guevara drauf. Da sage ich, was, du hast Che Guevara auf den Boxershorts? Und da sagte er, ja, frag mich aber nicht, wo der gespielt hat. Hütchen sind ja sehr wichtig. Im Buch kommt der Satz vor, Hütchen sind die Eiswürfel im Baileys des Jugendfußballs. Genau. Book Deluxe, der Büchertalk mit Bärbel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Book Deluxe. Neues Buch, neuer Autor Frank Gosen. Herzlich willkommen. Hallo. So, Spiel ab. Ja. Anpfiff oder Abpfiff? Ja, ist ja beides, ne? Spiel ab ist eigentlich, mir ist dann auch erst, als das Buch rauskam, aufgefallen, dass es eine andere Bedeutung hat, als ich eigentlich denke, nämlich so nach dem Motto, Spiel soll losgehen. Ja. Ich meine aber Spiel ab, der Spieler soll den Ball abspielen. Ah. Das ist das Kommando, was mein Co-Trainer und ich als Jugendtrainer früher am häufigsten auf den Platz gerufen haben, weil die sich ja alle für kleine Spiel Ronaldos ab. Halten ja, genau. Und sollen dann mal doch den Ball und abspielen. Und hast du es dann tatsächlich gemacht? Die haben es nicht gemacht. Also ich war Trainer und meine Spieler haben es nicht gemacht, weil sie dachten, ich kann alle 11 von einer anderen Mannschaft aussteigen lassen. Und das war meistens nicht der Fall. Das macht einen doch wahnsinnig, wenn man das vom Spielfeld ran schreit und kann nicht eingreifen, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist richtig. Das war eine der Sachen, die einen wahnsinnig gemacht hat als Jugendtrainer, weil die natürlich sehr ungern das gemacht haben, was man ihnen gesagt hat. Ja, genau. Ja. Und darum geht es ja auch. Also natürlich, wenn man an Frank Gosen denkt, denkt man an das Ruhrgebiet und an Bochum, aber eben auch an Fußball. Und jetzt ein Buch über Fußball. Schönster Sport der Welt oder was hat Fußball, was Schwimmen und Karate nicht hat? Das ist eine gute Frage. Das hängt immer von der persönlichen Prägung ab. Also ich habe das Buch gewidmet allen, die kleine Vereine am Laufen halten. Mhm. Und ich habe bewusst nicht geschrieben, kleine Fußballvereine. Weil natürlich die Arbeit, die eben beim Schwimmen, beim Hockey, beim Volleyball oder so geleistet wird von den ganzen Ehrenamtlern, die ist überall wichtig. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen, hört sich ein bisschen kitschig an, ist aber so. Nein, das ist überhaupt nicht kitschig. Und wir haben es ja auch in der Pandemie gemerkt. Wenn die Leute fehlen, wenn der Anschluss da ist, wenn die Jugendlichen nicht trainieren können, war das ja wie eine traurige Welle, die durch all die Vereine gegangen ist. Viele sind ja auch ausgetreten und viele, gerade der kleinen Vereine, hatten ja auch Probleme, ihre Mitglieder dann tatsächlich zurückzuholen. So ist es, genau. Und ich habe noch vor der Pandemie halt trainiert. Ich habe aber jetzt auch mitbekommen, dass der Verein, wo ich früher Trainer war, auf seiner Webseite wieder Werbung machen muss, dass wieder mehr Kinder kommen sollen. Das war früher nie das Problem. Also jedenfalls nicht in den unteren, jüngeren Spielklassen. In den oberen, so ab C-Jugend, dünnt das aus. Da kam schon vor ein paar Jahren immer weniger. Mhm. Aber eigentlich so Minikicker, F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend, da waren immer genug da, dass man 2, 3, einmal sogar 4 Mannschaften pro Altersklasse machen konnte. Also Spiel ab feiert natürlich die Leidenschaft Fußball. Es feiert auch das Ehrenamt, da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber ist es eben auch ein Buch für alle, die eben diesen Sport nicht so feiern? Es ist auf jeden Fall kein Buch über den Teil des Sports, den wir alle ein bisschen problematisch mittlerweile finden, den großen Fußball, wo goldene Steaks gefressen werden, wo die Kommerzialisierung überhand genommen hat, wo die Logen sind, wobei man, es gibt immer, wenn es um den Vereinsfußball geht, da geht es ja noch, speziell wenn man von so einem kleinen, sehr nahbaren Verein Fan ist, wie ich, den VfL Bochum 1848, wo noch die Welt oftmals in Ordnung ist. Nein, aber sagen wir mal. Bochum? Habe ich auch schon mal. Doch, es ist schon. Nein, ich weiß dein Herz nicht, dass du anfängst zu weinen. Nee, der echte Fan jetzt, wenn es um den großen Fußball geht, der beschäftigt sich ja viel mehr mit seinem Verein. Und wenn man jetzt aber die Nationalmannschaft und alles auf Verbandsebene anguckt, das ist ja zum Weglaufen. Und aber die Nationalmannschaft interessiert mich jetzt zum Beispiel auch nicht. Die Vereine interessieren mich. Und was aber so auf FIFA-Ebene und so abgeht, da kann man. Aber darum geht es eben nicht, sondern es geht um den Fußball an der Basis, es geht um Kinder- und Jugendfußball, es geht um eine C-Jugend und wie wichtig eben so eine Fußballmannschaft ist, um zum Beispiel ganz unterschiedliche Kinder dazu zu bringen, was miteinander gemeinsam zu machen. Es geht um Freundschaft, es geht um Loyalität, es geht aber eben auch um einen Vater, der erstmal wieder Single ist und ganz schön viel feiert. Es geht um Fränge und dein alter Ego Förster. Und Fußball ist der Ort, an dem das alles geschieht.
Was ist denn dieser Verein um die Ecke, wo die beiden auch als Trainer einsteigen? Warum, können wir gleich noch erzählen. Dieser lokale Verein in deinem Viertel, in deiner Region, was bedeutet der? Ja, diese kleinen lokalen Vereine, nicht nur bei mir um die Ecke, sind halt so Anlaufpunkte in den Stadtvierteln. Und gerade in Stadtvierteln, die jetzt nicht auf Rosen gebettet sind, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist und so, sind die kleinen Vereine ein ganz wichtiger Anlaufpunkt, dass die Blagen da hingehen können und Fußball spielen und einfach so ein Fixpunkt auch in ihrem Viertel und in ihrem Leben haben. Und ein Fixpunkt wofür? Und ein Anlaufpunkt wofür? Ist das etwas, was sie weder in der Schule noch in der Familie, vielleicht unter Geschwistern oder im Freundeskreis finden, oder bilden sich dann da auch Freundschaften? Da bilden sich Freundschaften, aber man darf eben sowohl von der Schule als auch vom Fußballverein nicht erwarten, dass da alles repariert wird, was woanders schiefläuft. Das wäre sicher ein zu hoher Anspruch. Ja. Aber es ist schon ein sehr wichtiges Ding, diese Gemeinschaftserlebnisse, die man da haben kann, weil man notgedrungen zusammenhalten muss. Mhm. Keiner kann alleine ein Fußballspiel gewinnen und es läuft nach klaren Regeln ab. Mhm. Das ist ja in jedem Sport der Fall. Ne? Die Regeln, die befolgt werden müssen, sonst läuft es einfach nicht. Und das ist schon eine wichtige... Ich kenne Vereine in Bochum, die sind sportlich überhaupt nicht erfolgreich, aber die schaffen es, die ganze Woche, die Nachmittage, den Platz offen zu halten, dass eben auch die Kinder, die sonst nicht wüssten, was sie tun sollen, da hinkommen, ein bisschen pölen können. Und da sind Leute, die einfach da alles aufrechterhalten, damit die Kinder einen zusätzlichen Fixpunkt im Leben haben. Ganz wichtig. Und erzähl uns doch mal, nimm uns mal mit in die Lebenssituation, in der Frenge eigentlich gerade ist. Ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet, bisschen hoher Party-Level, ja. Nutzt das so ein bisschen auch aus und guckt, checkt seinen eigenen Marktwert jetzt als Single. Heißt aber eben auch, das hat einen Preis, dass viele feiern. Was ist der Preis? Also erstmal schon bevor das Buch losgeht, hat sich seine langjährige Lebensgefährtin, die Uli, von ihm getrennt und ist mit dem 13-jährigen Sohn Alex zu Hause ausgezogen. Und das hat aber nicht dazu geführt, dass Frenge seinen unsteten Lebenswandel aufgegeben hat. Im Gegenteil, er hat den Jungen immer wieder enttäuscht, hat ihn versetzt, hat ihn irgendwo nicht hängen abgeholt. Immer wieder hängen lassen, Geburtstag vergessen und so. Und und dann kommt er irgendwann an den Punkt, dass er denkt, er hat nur noch eine Chance, das Verhältnis zu seinem Sohn wieder zu kitten, ihm wieder näher zu kommen, nämlich indem er dessen Fußballmannschaft übernimmt, die gerade keinen Trainer hat. Als Ehrenamt. Als Ehrenamt, natürlich, klar. Also feierst du auch das Ehrenamt bei Spieler? Absolut. Ich habe das ja selber 4 Jahre lang gemacht als Jugendtrainer. Und zwar nicht, weil ich jetzt die ganz hohe Trainerkompetenz hätte, sondern weil die keinen gefunden haben. Mhm. Die haben wirklich in den Monaten davor... Du hast trotzdem Kompetenz. Jetzt stapelst du auch ein bisschen tief. Oder was würdest du sagen, was fehlt dir? Ja gut, Trainer ist vielleicht nochmal was anderes, als wenn man im Vorstand ist und einen Club organisiert, aber... Ja, ich habe halt nie Fußball gespielt im Verein. Mhm. Ne? Ich habe mal 6 Jahre Hallenhandball gespielt beim VfL, weil ich da davon ausging, dass ich beim Handball mangelnde Schnelligkeit und Kondition durch Brutalität ausgleichen kann. Das stimmte auch. Und danach habe ich Darts gespielt. Ich habe mal mitgeholfen, einen Darts-Club in Bochum zu gründen, 1984 schon, also lange bevor das in Deutschland... Bevor der große Trend kam. Der große Trend kam. Aber meine Kinder, meine Söhne wollten halt in den Verein und ich fand das auch gut, das ist auch Bewegung in der frischen Luft und so. Und dann hatte mein älterer Sohn, der hatte dann halt vorher einen Trainer, mit dem sie alle nicht so klargekommen sind, da haben sich viele abgemeldet. Und aber ich würde nie sagen, ich bin fachlich der geile Trainer. Ich habe mich schon in den Jahren, ich habe mich weitergebildet. Es gibt ja ganz tolle Angebote, auch vom DFB, ganze Trainingseinheiten, die man sich runterladen und ein bisschen anpassen kann an die Qualität der eigenen Spieler, also Vermögen der eigenen Spieler. Aber erstmal habe ich den Spielbetrieb aufrechterhalten. Dann haben wir uns ganz gut auch entwickelt, aber irgendwann kam ich dann schon an meine Grenzen, auch fachlich. Also C-Jugend ist dann 11-11 auf dem großen Platz. Außerdem Kreisliga A, das war eine Liga zu hoch. Ich hatte eine sehr kleine, schmale Mannschaft, nur Jungjahrgang. Es gibt immer 2 Geburtsjünger, die eine Altersklasse bilden. Die C-Jugend davor war so gut gewesen, die waren aufgestiegen und wir sind am Ende auch abgestiegen. Aber hättest du, so wie Frenge, eben auch diesen Posten nicht übernommen, wäre die Mannschaft zerfallen und das, was du eben genannt hast, dieser Fixpunkt im Viertel, die Anlaufstelle für die Kids wäre weg gewesen. Was ist denn das für eine Mannschaft, die er übernimmt? Die ist ja sehr...
bunt gemischt. Also die ist alle Migrationshintergründe, die da sein können, Familien aus allen Ländern, Libanesen sind dabei, türkischstämmig, alles ist ja dabei. Also erstmal, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre nicht der ganze Verein zusammengebrochen, das darf man nicht sagen. Bei der Mannschaft weiß man nicht, ob die nicht doch noch zur neuen Saison einen gefunden hätten, aber mich hat es dann schon sehr gereizt. Ne? Und ich habe es dann gemacht, wollte es nur ein paar Wochen machen und ich dachte, ich war damals so im Aufsichtsrat vom VfL und dachte damals, ich finde da über den VfL irgendwie einen Sportstudenten, der das dann übernimmt. Aber dann bin ich 4 Jahre dabei geblieben. Und tatsächlich, ich habe zwar die Mannschaft, die ich trainiert habe, nicht 1:1 in das Buch kopiert, aber ich habe zum Beispiel die Zusammensetzung der Hintergründe, die habe ich so übernommen. Also ich hatte 2 türkischstämmige Spieler, 2 libanesischstämmige, ich hatte 2,5 Albaner. Also die bezeichnen sich ja selber, alles Deutsche. Mhm. Ne? Die sagen immer halb und sie auch immer, das Wort Ausländerkinder fällt ja auch. Im Grunde haben die ja alle einen deutschen Pass. Die haben alle einen deutschen Pass und darauf besteht auch Frenger, der politisch auch erst aus der linken Ecke kommt, aber die bezeichnen sich ja selber als Libanesen, als Türken, als Albaner. Mhm. Ich hatte 2,5 Albaner, sage ich immer, weil bei dem einen kam der Vater aus dem Kosovo und die Mutter aus Lissabon. Mhm. Weil das ist ja schon europäischer Zusammenschluss, schon auf der privaten Ebene. Da hatte ich einen, wo der Vater aus Sizilien kam und zwischendurch hatte ich den Sohn eines ganz alten Freundes von mir, wo die Mutter aus Frankreich kam. Und dann ein paar sogenannte Bio-Deutsche, 2 russischstämmige Spieler. Mhm. Und das ist eben in Ballungsräumen sowieso. Klar, so. Und ist das ja eine Selbstverständlichkeit, sowieso. Ne, Ruhrgebiet, Schmelztiegel. Ne. Und die große Welt trifft sich im Grunde auf dem Rasen. Ja? Ja. Also all die Themen, die wir in den kleinsten Zellen haben, die wir aber auch gesellschaftspolitisch diskutieren, findet sich eben auch ins Spiel ab. Absolut. Also ich habe natürlich auch die dummen Sprüche bei anderen Vereinen zum Teil bekommen. Mhm. Nicht ständig, aber ne, du hast ja eine Menge Ölaugen in der Mannschaft. Und wenn Jungs, die sagen wir mal, wo die Eltern aus der Türkei, aus Libanon oder so kommen, wenn die Mist bauen, wie Jungs das machen, egal wo sie herkommen oder wo die Eltern herkommen, wenn die in so ein bestimmtes Alter kommen, haben die viel Mist im Kopf, aber dann heißt es nicht, die haben Mist gebaut, weil sie einfach jung sind und einen Nagel im Kopf haben und nicht wissen, wohin mit ihrer Energie, sondern weil sie in Anführungszeichen Ausländerkinder sind. Das habe ich natürlich auch alles erlebt, das spielt sich auch schlägt sich in ein Spiel ab. Auch ja, hier. Das ist ja eine entscheidende Szene, muss man ja sagen. Ja. Also rassistische Beleidigung im Sport ist ja jetzt auch nichts ungewöhnlich. Wenn man die Fußballspieler fragt mit einer schwarzen Hautfarbe, was die hinterher zu hören bekommen oder was ihnen direkt auch zugerufen wird auf dem Spiel, das kennen wir ja alle. Ja. Also die Szene ist ja, 2 Spieler werden beleidigt, rassistisch beleidigt und Frenge sagt ja so, komm, wir reisen ab. Ja, Frenge sagt, wir treten nicht an zum Spiel. Ne, und da ist sich die Mannschaft gar nicht so einig drüber. Mhm. Ne? Die einen sagen, nee, wir gehen raus und geben die Antwort auf den Platz, wobei qualitativ, sagen wir mal, nicht Leistungsträger sind. Genau, da bringt auch einer, fragt dann auch, was passiert denn, wenn wir nicht antreten, da wird das Spiel 3-0 gegen uns gewertet. Ja, okay, sagt er, wir würden wahrscheinlich höher verlieren. Und mir war dann besonders wichtig, mir waren die Szenen wichtig in den Tagen danach, weil dann die unterschiedlichen Eltern kommen und auch ganz unterschiedlich damit umgehen. Die einen sagen genau wie der eine Spieler, nee, ihr müsst rausgehen und die dann weghauen. Und dann kommen aber andere und sagen, finde ich super, dass mal einer gesagt hat, nee, das lassen wir nicht mit uns machen. Das ist eben auch, du kannst die alle nicht über einen Kamm scheren und dann eben auch die... Auch Frenge kommt ja auch in die Diskussion mit den Spielern selbst. Ja, ist der Vorschlag, den er durchsetzt, so dann auch relevant für die Jugendlichen? Vor allem hat er es für sie entschieden. Ne? Genau. Und das finden dann auch nicht alle so toll. Und das wollte ich auch bewusst nicht auflösen, weil das ist genau diese Probleme, vor denen ich gestanden habe. Ne? Zum Beispiel kommen 2 an und sagen, der eine hat das gesagt, nee, der andere Seite habe ich nicht gesagt. Und wem gibst du jetzt recht? Ne? Mhm. Du hast schon den Verdacht, dass der eine nicht die Wahrheit sagt. Aber nach welchen Kriterien sollst du denn entscheiden? Und manchen ist am liebsten, ich entscheide das nach Herkunft. Ne? Also habe ich selten gehabt mit Eltern, muss man ganz klar sagen. Ich hatte sehr viel Glück mit den Eltern der Spieler, die ich trainiert habe, aber sowas ist auch vorgekommen. Ne? Ja, und es ist ja eben auch eine gesellschaftspolitische Diskussion, die wir auf anderen Ebenen in den Landtagen, in den Bundestag dann eben auch haben. Also du spiegelst das ja letztendlich nochmal wieder. Es gibt ja auch
eigentlich keine richtige Antwort bis jetzt darauf, warum wir immer noch mit dem Rassismus- und Antisemitismus-Thema im Fußball zu tun haben. Ja. Also das fängt ja bei den Kleinsten an und geht bis in die großen Mannschaften. Ja, und also Antisemitismus hatte ich jetzt nicht, weil ich habe keinen jüdischen Spieler gehabt. Und aber die anderen Sachen. Hast du eine Antwort auf diese Frage, auf das Thema, wenn wir sagen, die kleinen Vereine um die Ecke sind in Großstädten, haben alle ja unterschiedliche Familiengeschichten, unterschiedliche Herkünfte. Warum ist es immer noch ein Thema? Ich fahre immer gut damit, literarisch eher die Fragen zu stellen, als die Antworten zu geben. Es ist ein Thema und dann schlägt sich das nieder. Meine Antwort darauf ist, behandle die wie Jungs und nicht wie Jungs, die von irgendwo herkommen. Und du musst mit bestimmten Sachen umgehen. Ich hatte zum Beispiel, da kommt im Buch nicht vor, weil es vom Zeitraum nicht gepasst hat, halt in 2 Jahren das Ding mit dem Ramadan. Und ich hatte schon 12-Jährige, die das knallhart durchgezogen haben. Also einen, der dem das sehr ernst war, der da auch sehr reflektiert war, der sich aber gut einschätzen konnte, was er physisch schaffen kann und was nicht. Ein anderer kam bei 27 Grad leichenblass aufs Feld gewankt zum Training. Mhm. Ich habe gesagt, tut mir leid, er hat niemand Nachteile dadurch, wenn er da durchzieht, aber ich kann das nicht verantworten, du bist jetzt schon schlapp. Ne? Mhm. Ich hatte andere, die sagen, ich habe es 2 Wochen versucht, dann habe ich aufgehört. Mhm. Ich hatte einen Spieler, der sagte, ja, wir fasten zu Hause, aber wenn ich Training habe oder spiele oder wenn ich mit meinen Kumpels losziehe, dann muss ich nicht fasten. Kannst also, auch was essen. Du hast die ganze Bandbreite da und das einfach nur darzustellen, dass es eben nicht heißt, die muslimischen Spieler machen alle so und so. Ne? Das alleine ist ja schon... Nein, du schaffst es natürlich, eine Individualisierung durch die Charaktere, aber Förster, muss man ehrlich mal sagen, der ist ja teilweise, läuft der ja auch so ein bisschen hinterher, bis er dann jetzt nicht, dass er es nicht versteht, aber er sagt, es ist manchmal dem auch allen etwas schwer zu folgen. Also er ist ja derjenige, der das auch benennt. So viele unterschiedliche Charaktere tatsächlich dann auch in einem Team. Ja, zumal Förster sich irgendwie für Fußball überhaupt nicht interessiert. Nee, genau. Der macht das ja nur, weil Frenge zusätzlich zu dem ganzen Mist, den er gebaut hat, auch gerade erstmal keinen Führerschein hat. Ja. Und er braucht einen, der ihn durch die Gegend fährt. Und Förster sagt, ich mache das 4 Wochen, bleibt aber dann die ganze Saison dabei. Und Förster hat immer mehr diese beobachtende Position. Also richtige Herzensmenschen, die beiden, wenn man Spiel abliest. Also das auf jeden Fall, vor allen Dingen, sie machen ja nicht nur das Training, sie machen den Wurstverkauf, sie waschen die Trikots. Ja, das eigentlich, was auch viele eben machen, wenn du so einen kleinen Club dann unterstützt. Genau, das ist also die Bude zu besetzen am Wochenende ist immer das Riesenthema. Also Förster und Frenge stellen sich nicht in die Bude und verkaufen die Pommes. Aber sie organisieren ja. Sie müssen das immer wieder versuchen. Das war bei uns im Verein so, dass die Mannschaften, die da gespielt haben, immer eine wurde ausgesucht, die war dafür zuständig, dazu organisieren, dass die Bude besetzt wurde. Und am Ende standen immer dieselben drin und fast immer Frauen, da muss man auch sagen. Ne? Und da erlaube ich mir schon so ein bisschen diesen Schlenker, dass Frenge dann am Ende auch schafft, dass mal bestimmte Art, also Männer, die das sonst nicht machen, dann doch auch mal dazu gebracht werden. Also Männer grillen ja dann. Grillen ist ja Männersache. Ja. Pommes verkaufen und Kaffee und so, das ist ja Frauensache. Die Donuts vorbereiten, die Muffins und nochmal irgendwelche Brezeln aufpacken, das müssen wir dann ja immer machen. Aber es ist natürlich auch schon, das kennen ja wir alle, die wir Kinder haben, diese Wochenenden sind natürlich dann auch zerfasert durch den Sport der Kinder. Alle müssen ja immer mit, die Geschwisterkinder sind dabei, die Eltern sind dabei, also es ist ja etwas, was alle dann auch mit einschließt. Ja, bei mir war nicht das Problem das Wochenende, sondern da ich Trainer war, ich habe meinen ganzen Tourplan danach gerichtet. Mhm. Ich bin dann jahrelang nur dienstags und donnerstags aufgetreten, weil ich montags und mittwochs trainiert habe und am Wochenende waren die Spiele. Ja. Und zwar sowohl vom VfL, wo ich im Aufsichtsrat war. Das ist ja fast berufsschädigend, Frank. Ja, das ist auch so. Meine Booking-Agentur, die ist durchgedreht. Ne? Ja. Und dann musste ich die anderen, da hatte ich mal 3 Tage am Stück hinkam, da musste ich dann mit meinem Co-Trainer klären, der aber auch nicht immer konnte, oder musste das in die Zeit legen, wo keine Saison war. Ne? Aber die Prioritäten hast du gesetzt. Ja, ja, klar. Warum war dir das dann wichtiger als deine eigene Tour? Glücklicherweise bin ich in der luxuriösen Situation, dass ich mir das erlauben konnte, dass ich eine Agentur hatte, die mitgemacht hat. Und ich habe mir gesagt, entweder du machst es richtig oder gar nicht. Du kannst nicht mal auf dem Platz sein und mal nicht. Du musst da schon eine Stabilität und eine Struktur bieten, sonst kannst du es nicht machen. Mhm. Ne?
Und heute weiß ich auch nicht mehr, wie ich da zeitlich unter einen Hut gekriegt habe, aber es hat auch unheimlich einen Spaß gemacht. Mhm. Man sollte auch sagen, es sind unheimlich viele Sachen passiert, die was total hat es dir denn gegeben? Witzig waren. Es war manchmal diese, erstmal der Kontakt zu den Blagen, zu den jungen Leuten. Dann dieses, du hast eigentlich nur ganz selten im Leben das Gefühl, du machst in jedem Fall was Sinnvolles. Mhm. Selbst wenn du Fehler machst. Ich bin nicht so ein Disziplinfreak, was man eigentlich sein muss als Trainer. Aber hier eine Struktur zu geben, dass diese Mannschaft weitermachen kann, das ist auf jeden Fall immer sinnvoll. Mhm. Auch wenn du mal pädagogisch was falsch machst. Also ich habe mich immer, dann habe ich auch gesagt, hör mal, ich weiß, was ich jetzt gemacht habe, das war auch nicht so dolle. Mhm. Ne? Manchmal, einmal sind es mir so auf die Nerven gegangen, wie meine Trinkflasche durch die Gegend geschmissen. Sollte man nicht tun. Ne? Aber wenn man dann ehrlich damit umgeht, ist das, und ich glaube, wir haben eine Menge Spaß gehabt. Ich habe sie mal mitgenommen zur Aufzeichnung einer TV-Sendung, bei Bernd Stelter, NRW-Duell, wo die Redaktion dann gesagt hat, komm, bring die alle mit, wir setzen die im Trainingsanzug ins Publikum und dann haben wir ein schönes Bild und eine schöne Geschichte. Das ist natürlich was andere Trainer dann nicht so bieten könnten. Und ich hoffe, die erinnern sich da sehr gerne dran. Also, ja, was glaubst du, wie werden die sich an dich erinnern? Also ich habe mal von einem Spieler bei YouTube Post bekommen, als ich da so Videos reingestellt habe, mal im Lockdown mehrere Videos gemacht. Das wirkte sehr freundlich. Mein Co-Trainer hat einen anderen mal in der im Freibad getroffen und der war ihm auch sehr zugetan und zugewandt und fand das wohl alles gut. Mhm. Und dann gibt es noch so zwei, drei, die noch mit meinem Sohn befreundet sind und ja, das sind jetzt junge Männer, die kommen jetzt nicht sagen, weil man damals war super. Ne, sondern aber man spürt das ja so ein bisschen. Das merkt man ja auch, wenn man ein Spiel abliest. Es ist ein Buch, was auch zwischendurch immer wieder diese Hoffnungsleuchttürme hat. Auch wenn man weiß, und das ist ja auch nicht in jeder Familie so, wenn du sagst, manchmal sind es gerade auch Stadtviertel, in denen es auch schwierige Familienverhältnisse gibt, dass man sagt, auch wenn nicht alles gut ist, ist das eben unser Fixpunkt. Es gibt den Anpfiff, das Spiel geht ab, um jetzt nochmal die andere Bedeutung zu benutzen, und dann sind wir eben ein Team. Dann gehöre ich auch irgendwo dazu. Ist Hoffnung dir wichtig, das auch immer wieder mit zu vermitteln? Ja, klar. Also ich meine, ich habe eine prinzipiell positive Sicht auf die Welt, auf mein Leben, weil ich da einerseits viel Glück hatte und andererseits die Chancen, die sich mir geboten haben, genutzt habe. Und ich hatte eben die Möglichkeit, da meine Zeit da so für aufzuwenden. Aber natürlich, ich bin auch mal ein bisschen eitel gewesen. Also so am Spielfeld dran stehen und die Kommandos geben, das fand ich schon auch ganz, ganz gut. Ne? Ja. Und außerdem haben mich die Jungs... Konntest du ja schon im Aufsichtsrat eigentlich... Da hat aber keiner auf mich gehört. Das ist eine andere Geschichte. Aber nee, zum Teil haben mich die Jungs ja dann mit Geschichten beschenkt und mit Sprüchen, die ich beruflich verwenden konnte. Mhm. Also am Fußballplatz ist ja, beim großen und wie beim kleinen Fußball, die Sprüche... Ich habe mir ein paar aufgeschrieben, also die Jugendsprache der Mannschaft, die, ey Junge, was spielst du für Scheiß? Ey, deine Mutter, Scheiß, hör auf, ey, spiel sauber. Ja, das führt jetzt ein bisschen in die falsche Richtung, wenn man denkt, die haben nur Scheiß gesagt. Aber die Dialoge zum Beispiel... Aber du bist behindert. Aber die Dialoge zum Beispiel in der Kabine. Ja. Ne? Es gibt eine Stelle, die ich immer vorlese, wo die sich erst darüber unterhalten, dass die gegnerischen Spieler so groß sind. Mhm. Und dann kommt eine Schiedsrichterin rein, die unheimlich gut aussieht. Mhm. Das hatten wir tatsächlich mal. Mhm. Und dann gibt es ja mal bei Jungs zwei Möglichkeiten. Entweder die drehen völlig am Rad oder die werden ganz still. Und in diesem Fall sind die ganz still geworden und haben dann hinterher über die schöne Schiedsrichterin gesprochen. Und der eine sagt dann, ey, ich mach 4 Tore, dann kriege ich ihre Nummer, ich schwöre. Ne? Und also das, oder ich habe einmal, hat einer meiner Spieler, der hat, ich schwöre, kommt ja immer, und ich versuche das dosiert einzusetzen, aber das ist schon immer ganz lustig, ich habe mir meinen Sohn sehr geholfen mit dieser Sprache, aber zum Beispiel, ich habe mal einen Spieler gehabt, beim Umziehen sehe ich, der hat eine Boxershorts an mit Che Guevara drauf, da sage ich, du hast Che Guevara auf dem Boxershorts, und da sagte er, ja, frag mir aber nicht, wo der gespielt hat, also das ist natürlich Gold. Ja, ne? Das kannst du ja gar nicht dir ausdenken. Also du kannst dir das natürlich schon ausdenken, aber das ist ja geschenkt. Ja, ich muss mir das nie ausdenken. Ne? Also ein anderer Spruch, der leider im Buch nicht vorkommt. Wurde ja gespielt. Aber der beste Spruch war vom Spieler, der hieß oder heißt Yusuf. Und der Name ist in diesem Fall nicht ganz unwichtig.
Da habe ich nämlich gesagt, pass mal auf, wir haben ein Turnier gehabt und ich wollte immer, dass die zwischen zwei Spielen kein Junkfood futtern. Mhm. Ich war da nicht so super streng, aber eben nicht zwischen zwei Spielen. Mhm. Da habe ich gesagt, pass mal auf, wir haben Bananen mitgebracht, wir haben Brötchen mitgebracht, die sind belegt mit Käse und mit Wurst, natürlich nicht mit Schweinefleisch. Und einer so, Schweinefleisch. Mhm. Ja, sage ich, es gibt manche Menschen, die essen bestimmte Dinge aus religiösen Gründen nicht. Da sagte Yusuf, ja, ich esse keine Bananen. Und da ist dann klar, dass man den Vornamen dazu sagen muss, weil der gleiche Spruch mit Paul oder Wolfgang nicht richtig funktioniert. Ja, ja, und das ist natürlich eben auch das, was du so literarisch so toll verarbeiten kannst und so schön miteinander verwebst. Das Buch ist ja nicht dafür da, Menschen fürs Ehrenamt zu begeistern. Also wenn man Spiel ich hätte aber auch nichts dagegen. Du hast natürlich nichts dagegen. Und wenn man Spiel abliest, denkt man ja, warum mache ich das eigentlich nicht? Mhm. Ich bin jemand, die sich ehrenamtlich engagiert. Du machst es auch eben immer wieder und auch schon lange. Kann man Menschen eigentlich fürs Ehrenamt begeistern? Glaubst du, das geht? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also wenn man daraus, erstmal ist das ein Gruß, also ein Gruß oder ein so ein kleines Dankeschön an die Leute, die sich da engagieren. Wenn mich einer fragt, sage ich eben das, was ich vorhin gesagt habe, du hast eben bei allen Schwierigkeiten, du weißt, du tust was Sinnvolles. Du machst so viel Blödsinn im Leben, der eben zu nichts führt und der überflüssig ist. Und ohne den, wenn du das nicht machen würdest, würde die Welt genauso weitergehen. Aber würdest du sagen, du bist auf Tour, du fährst dann zurück, bist dann vielleicht am Mittwoch beim Training, um am Donnerstag wieder auf einer anderen Bühne in diesem Land zu stehen. Das heißt, du bist ja auch mal erschöpft, du hast Abgabetermine und vielleicht auch Stress. Gibt es dir trotzdem mehr? Bist du immer bereichert dann von dem Training nach Hause gegangen? Nicht immer. Manchmal war doch einfach anstrengend oder im Winterschweine kalt, muss man ja auch sagen. Na gut, also ich habe auch manchmal gesagt, ich erhole mich in meinem Job von meinen Ehrenämtern. Ne, weil es mit den Jungs manchmal stressig war, wobei emotional war es sehr viel stressiger im Aufsichtsrat vom VfL, was ich ja parallel gemacht habe, weil wir da in der zweiten Liga gegen den Abstieg gespielt haben, zwischendurch finanziell schwere Probleme. Das hat dich wahrscheinlich mehr schlaflose Nächte gekostet als das Trainieren der Jungsmannschaft. Ja, weil es natürlich, ich hatte auch kein Interesse daran, mein Name mal mit dem Untergang dieses Vereins verbunden ist. Und da geht es dann wirklich um große Sachen, geht es um Arbeitsplätze auch und so. Und das war schon manchmal eine Belastung. Aber du, wenn du dann zum Training gegangen bist, ne, du bist dann erstmal die zwei Stunden, also anderthalb Stunden Training mit Aufbauen, Abbauen und so, bist du voll fokussiert darauf. Ne? Und du kannst dann zwischendurch gar nicht an diesen ganzen anderen Fuppes denken. Und das erdet dich, weil du dich hier, da interessiert keine Sau, dass ich morgen eventuell vor 200-300 Leuten eine Lesung mache oder letztens eine gemacht habe, das interessiert die gar nicht. Mhm. Ne? Und dann geht es darum, bringt der Nächste die Trikots am Samstag wieder mit, wenn er da hat er die gewaschen und diese ganzen, wenn ich die Hütchen aufbauen musste. Ne, das ist immer, ich war manchmal alleine beim Spiel, da musste das Feld abgegrenzt werden, ich musste die scheiß Hütchen aufbauen. Hütchen sind ja sehr wichtig, im Buch kommt der Satz vor, Hütchen sind die Eiswürfel im Baileys des Jugendfußballs, genau. Bin ich schon von anderen Trainern für gelobt worden. Also, aber davon gibt es sehr, sehr viele Sprüche dieser Art. Aber das heißt eben auch, du bist da auf das fokussiert und kannst dir gar nicht die anderen Gedanken machen. Und das ist dann durchaus befreiend. Wie blickst du denn gerade auf diese Welt? Du hast ja einen sehr augenzwinkernden Humor, du bist auch sehr scharfsinnig. Wie ist deine Verfassung gerade? Wie schaust du auf die Welt? Ach, es ist schon... Das ist ja ein ganz großes Thema. Es ist natürlich schon eine Zeit, wo man den Eindruck hat, dass Krise auf Krise auf Krise folgt. Und zwar haben wir früher zwar auch öfter gesagt, wir haben in den 80ern war der mögliche Atomkrieg immer das Riesenthema. Alle Themen. Mhm. Damals war aber, kam was anderes dazu, was uns davon abgelenkt hat. Wir waren sehr jung und wollten in meinem Fall jetzt an Mädchen ranne. Ne? Und dann war eben der drohende Atomtod, war bei den Partys jetzt nicht so das Thema. Heute ist man in einer anderen Lebensphase. Ich bin seit 23 Jahren verheiratet und seit 25 Jahren mit meiner Frau zusammen. Also wenn ich irgendwo auf eine Party gehe, muss ich nicht mehr versuchen, eine abzuschleppen. Und dann heißt die anderen Probleme kommen näher an einen ran. Und also Corona war zum Beispiel die erste große Krise, die sich auch wirklich beruflich auf mich ausgewirkt hat. Früher hieß es dann bei der Finanzkrise, jetzt gehen die Leute weniger ins Theater oder so. Das habe ich alles nicht gemerkt. Also da kann man nicht sagen.
Gut, das ist dann ja auch nah dran. Das betrifft dann dein Einkommen, das betrifft deine Tour, das waren deine Absagen. Einiges konnte man ja verschieben und nachholen. Und wie gehst du dann damit um, wenn das plötzlich so nah ist? Das war ja bei vielen Künstlern eine sehr extreme Zeit. Ja, ich war am Anfang war ich echt nervös, weil ich ja da auch noch nicht wusste, was es für Hilfsmöglichkeiten geben wird und so. Aber als es hieß, und ich habe ja auch ein gewisses Polster, also für mich ist ja die letzten Jahre gut gelaufen. Ich falle nicht direkt, wie man ins Ruhrgebiet sagt, ins Bergfreie. Aber also die Aussicht, ein halbes oder ein ganzes Jahr keine Einnahmen zu haben, ist natürlich auch erstmal nicht so lustig. Ich habe ganz viel versucht, alternative Geldquellen aufzutun. Manches hat geklappt, manches nicht, weil ich unbedingt was tun wollte. Ich kann da nicht einfach rumsitzen und darauf warten, dass es besser wird. Aber da war ich schon ein bisschen nervös. Aber dann kam ja, also ich meine, ich hätte diese Krise speziell in keinem anderen Land der Welt mitmachen wollen als Deutschland. Weil da muss man ja schon sagen, auch für uns Freiberufler, also die November-Dezember-Hilfen, gab es ja bei uns das Angebot, ne? Bürokratischer Kram und unbestritten, auch ein bisschen nervig, aber es war ein Land, in dem es Unterstützung gab. Die Bürokratie war ja, also ich habe das nicht als Problem. Natürlich muss ich mich damit befassen. Wenn ich einen Fragebogen ausfülle, ich will ja Geld haben, da kann ich mich schon mal ein, zwei, drei Stunden mit beschäftigen. Also ich meine, ich habe das nicht als so problematisch gesehen. Ich habe ein Stipendium von Land NRW bekommen, weil ich dann in so ein Streaming-Format gesteckt habe, wo ich mich auch so wie du mit Autorinnen und Autoren unterhalten habe, in einer richtig urigen Kneipe in Bochum. Und da habe ich die Leute dann bezahlt, habe mir meinen Jakob Hein, mit dem ich ein bisschen befreundet bin, aus Berlin eingeladen, habe aber auch richtig Gage bezahlt und das Hotel und so. Und ist da reingeflossen. Und das hätte ich ja woanders alles nicht machen können. Ne? Und da musste ich hinterher eben Rechenschaftsbericht abgeben. Das hat mich 20 Minuten gekostet. Ich muss alles nochmal ausfüllen, war da nachhaltig und dann in so einem Kästchen ein paar Sätze schreiben. Ja, also da bringt mich doch nie um. Ich kriege ja was dafür. Ne? Und das, deshalb, ich habe das als sehr positiv empfunden. Aber ich muss auch sagen, das Ungerechte bei Corona war, glaube ich, bei allem, was damit für Künstlerinnen und Künstler einherging, war, dass die, denen es vorher gut ging, denen ging es auch hinterher gut. Die gerade neu am Start waren, die noch nicht kein Polster hatten, die noch nicht bekannt waren, für die war es natürlich besonders. Die am Start waren oder die aus welchen Gründen auch immer vorher noch nicht so den Namen hatten. Wenn du ganz wenig verdient hast, ist natürlich 75% von dem Umsatz ist immer noch extrem wenig. Wenn du gut verdient hast, ist das echt viel. Ne? Und außerdem hatte ich das Glück, ich hatte ein paar andere Sachen noch dazu, so Online-Sachen, für die ich echt gut bezahlt worden bin, bei den Bochumer Symphonikern und anderen Sachen. Also das heißt, dieser alte Spruch, der Teufel scheißt immer auf den dicksten Haufen, traf hier auch zu. Davon habe ich aber profitiert. Ich kenne natürlich auch Beispiele von Leuten, die Rost gefallen sind. Und die haben da sicher eine ganz andere Perspektive drauf. Ich bin dankbar dafür, dass das bei mir gut gelaufen ist. Ich habe zwischen den Lockdowns, aber zum Beispiel dann auch als zwischen den beiden Lockdowns, habe ich alles gemacht. Ich habe 40 Auftritte gemacht in der kurzen Zeit. Ich habe gesagt, ist mir scheißegal, nach Freiburg für 40 Leute und nach Wilhelmshaven. Hauptsache, du machst was. Um unterwegs zu sein. Und natürlich gab es auch Geld. Und es gab auch Geld. Ja. Und du hast uns beschenkt mit einem fantastischen Buch. Spiel ab heißt es, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Wir danken, lieber Frank, und fragen am Ende zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort unsere Autoren und Autorinnen immer, wenn deine aktuelle Lebenssituation ein Buchtitel wäre, wie hieße der? Wie würde der lauten? Also ganz aktuell, wo soll das alles hinführen? Frank Osen, herzlichen Dank für deinen Besuch bei Book Deluxe. Und ihr wisst es, immer am Mittwoch gibt es um 10 Uhr eine neue Ausgabe bei YouTube und natürlich auch als Podcast. Dankeschön. Ich danke für die Einladung. Bis dann.